Und hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Simon the Sorcerer Teil 4. Chaos ist das halbe Leben. Wir haben es jetzt geschafft. Wir sind im Raum des Doppelgängers, im Büro. Und jetzt haben wir ihm seine To-Do-Liste ein bisschen frisiert, sodass er hoffentlich gleich kommen wird und noch die restlichen To-Dos macht. Dazu öffnen wir wieder das Fenster. Nun zieht es wie Hechtsuppe. Das bemerkt man bestimmt. Ja, er bemerkt es. Jetzt hat mein blöder Doppelgänger die Zugluft bemerkt. Ja, nicht zum Fenster. Lieber nochmal die Nummer von vorhin. Ja, wir verstecken uns, indem wir uns zum Teppich machen. Jetzt kommt er wieder an. Wer hat denn hier das Fenster aufgelassen? Das ist das dritte Mal. Du müsst langsam merken, das Fenster ist irgendwie nicht richtig dicht, ne? Es geht immer wieder auf. Nanu, was war das für ein Geräusch? Seltsam. So, was steht als nächstes an? Nächster Punkt, Mitgliedsausweis im rechten Winkel zum Locher auf den Schreibtisch legen. Klingt das vernünftig? Mir fällt gerade gar kein Grund ein, warum ich das tun sollte. Andererseits ist die Beschreibung geradezu brillant ausformuliert. Und wozu habe ich denn meine vortreffliche To-Do-Liste, wenn ich mich nicht daran halte? Okay, er legt den Mitgliedsausweis raus. Nächster Punkt, schlafen gehen. Ja, das klingt vernünftig. Okay. Her mit dem Mitgliedsausweis. Endlich habe ich diesen verflixten Mitgliedsausweis. Es war wirklich schon mal einfacher, den Sumpfling zu treffen. Steht da drauf? Dieser Fetzen bescheinigt die Mitgliedschaft meines Doppelgängers im Verein der Sumpflingsfreunde. Das Einzige, was mich verraten könnte, ist sein widerlich rechtschaffender Gesichtsausdruck auf dem Bild. Und wir haben einen falschen Diamanten. Ist das jetzt ein falscher Diamant oder ein echter? Moment, verdammter Mist! Liebesbrief haben wir. Und den Papagei. Und wir haben jede Menge Zeug, was ich hier benutzen können sollte. Aber wir gehen jetzt erstmal raus hier. Dann gehen wir jetzt erstmal zum Marktplatz. Und gehen jetzt zum Sumpfling. Denn da waren wir noch gar nicht. Und vielleicht gibt es da was Neues zu tun, zu erledigen, oder er wird uns vielleicht helfen im Clubhaus. Hallo, ist jemand da? Hallo? Ich möchte rein. Ich möchte rein. Hast du deinen Mitgliedsausweis dabei? Hier ist der Ausweis. Hier ist der Ausweis. Zeig her. Ja, der ist echt. Mit Lichtbild, Prägung, Wasserzeichen, RFID-Chip und aus Spezialpappe. Möchtest du jetzt rein? Hey, du kannst Gedanken lesen, stimmt's? Mach die Tür auf. Hat ja auch lange genug gedauert, ne? So, Bücherregale. Jede Menge Bücherregale. Eine Büste. Ein Kochbuch mit Suppenrezepten aus allen Dimensionen des Universums. So viele schmackhafte Rezepte und der Sumpfling ist immer noch auf seine Sumpfsuppe fixiert. Eine Büste? Die Büste stellt irgendeinen seltsamen Typen dar. Ein Schrank. Nicht da. Kiste mit weißen Handschuhen. Ah. Liegt da noch mehr drin? Was haben wir hier? Eine Mona Lisa. Nicht anfassen, bitte! Ich ganzes Tag Staub gewischt! Jetzt alles sauber, blitz und blank! Okay. Wimpel. Solche Wimpel findet man nur in Clubhäusern und auf Stammtischen. Sie dienen dazu, allen Leuten im Umkreis sofort begreiflich zu machen, dass man vor keiner Peinlichkeit zurückschreckt.
Okay, ich habe ja weiße Handschuhe. Vielleicht kann ich mit den Kiste mit weißen Handschuhen. Was soll das denn bewirken? Nein, du sollst die anziehen. Eine Kiste voller Handschuhe. Aber sie sind alle nur für Leute mit zwei rechten Händen. Also nichts für mich. Nein, das... Will er nicht. Gekreuzte Dolche, Trophäe, Landschaftsbild, Sumpfsuppenkessel, Eisbärenfell. Ach komm, wir reden mal mit dem Sumpfling. Simon, Freund, du schon wieder hier. Du mir bestimmt sagen können, wer alles zur Mitgliederversammlung kommen. Mitgliederversammlung? Oh, da weiß ich Bescheid. So in etwa zumindest. Hauptsache, ich muss nicht wieder Sumpfsuppe essen. Ich mich freuen riesig auf Mitgliederversammlung. So viele Fans von mir kommen werden. Sumpfling so beliebt in Gaming-Community, Simon sagen. Ich nicht wissen, was das genau sein, aber ich neugierig. Sumpfling ganz aufgeregt ist. Sumpfling das Vereinshaus gar nicht mehr verlassen. Er so viel zu tun. Aufräumen muss, sauber machen muss, Suppe kochen muss. Ich muss mit dir über den Nexus sprechen. Ich muss mit dir über den Nexus sprechen. Simon immer so gut zu Sumpfling. Simon den Verein Freunde und Förderer des Sumpflings gegründet und Simon jetzt die Mitgliederliste verwaltet. Oh ja, wenn Simon braucht Hilfe, ich ihm gerne helfen wollen. Zuerst jedoch, wir müssen Sumpfsuppe essen. Tradition es so will. Mist, ich wusste es. Okay, gut. Dann müssen wir erstmal Sumpfsuppe essen. Alles klar. Lecker. Neue Rezeptur. Keine Blattläuse mehr. Ah, gut. Na, immerhin. Blattläuse wurden ersetzt durch neuartigen Sud aus Krötenkot. Suppe jetzt noch viel mehr Geschmack. Nicht kleckern, bitte. Suppenflecken sonst Löcher in Boden ätzen. Rechts ist die Pflanze. Wie eklig. Was für eine abgrundtief widerliche Pampe. Der Sumpfling hätte mir das niemals geben dürfen. Jetzt hat er sich der Verbreitung von Biowaffen schuldig gemacht. Tja, also der... Vielleicht der Eimer mit Kübelpflanze? Keine Ahnung, was ich... Okay, gehen wir nochmal rein ins Clubhaus. Hallo, ist jemand da? Hallo? Ich möchte rein. Ich möchte rein. Wer sagt das eigentlich die ganze Zeit? Hier ist doch nur der Sumpfling. So, Eisbärenfell. Ein Tigerfell hätte mir besser gefallen. Oh, ein Clubsessel. Wow, richtige, echte, super bequeme, handgefertigte Clubsessel aus extra weichem Leder. Nicht anfassen, bitte. Ich ganzes Tag Staub gewischt. Jetzt alles sauber, blitz und blank. So, was ist hier hinten noch? Noch ein Clubsessel, noch ein wertvoller Ölschinken. Nicht anfassen. Ja, danke. Wir gehen noch weiter. Können wir noch weitergehen? Oh, ein Fenster. Dartscheibe. Ach, die Dartscheibe kann ich mitnehmen. Oh, cool. Ich weiß zwar immer noch nicht, wofür. Aber, okay, gut. Ah, du zurück. Du Suppe stehen lassen. Ich Suppe aufgewärmt und nachgeschöpft. Nein. Muss das sein? Nicht kleckern, bitte. Suppenflecken sonst Löcher in Boden ätzen. Ach, und jetzt werden wir schon wieder rausgejagt, weil wir den Kram auskotzen müssen. Wir müssen uns was überlegen, wie wir das überleben, damit wir
damit wir mit dem Sumpfling reden können. Was für eine abgrundtief widerliche Pampe! Der Sumpfling hätte mir das niemals geben dürfen. Jetzt hat er sich der Verbreitung von Biowaffen schuldig gemacht. Okay, wir haben aber zumindest ein paar Sachen. Wir haben eine Dartscheibe und wir haben Kiste mit weißen Handschuhen. Und wir haben den weißen Diamant. So, was ist mit der Dartscheibe? Eine Abfangvorrichtung für angespitzte Flugkörper oder ein seltsam bemalter Rundschild. Ganz wie man möchte. Ah, okay. Ein Rundschild. Ein Besenstiel. Das und ein Eimer. Das klingt ja, sieht ja fast so aus wie der Eimer auf dem Kopf. Ein Besenstiel zum... Was soll das? Zum Kämpfen irgendwas vielleicht, ne? Gut, da ist zumindest der falsche Diamant. Ich glaube, viel mehr gibt es hier gar nicht, gerade nichts zu tun, ne? Wo wollte ich denn jetzt hin? Ach, hier oben, zur Trollbrücke, genau. Hier oben ist dieser komische Drache, Terriblix. Hey, Vierauge! Ah, der Zauberlehrling mit dem seltsamen Hut. Was willst du, Kleiner? Ich muss noch was erledigen. Bis irgendwann mal. Hä? Was denn? Tolle Idee. Kann ich ihm nicht geben, ne? Ein Aufbewahrungsort für Rechnungen ohne... Gehen wir mal in den tiefen Wald. Gut, ab zur Großmutter. Ich meine, da ist der Wolf, ne? Die Großmutter hat noch irgendwas bestellt, ne? Vorher, aber... Ich bin nicht zum Plaudern aufgelegt. Das ergibt bestimmt... Ich will das... Nee. Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass das irgendwas zu bedeuten hat. Verdächtig aussehende Blume. Vielleicht hat es ja mit den Blumen trotzdem irgendwas auf sich hier, ne? Ich gehe besser nicht zu nah ran. Die Blume wirkt auf mich, als wenn sie fleischlicher Nahrung nicht abgeneigt wäre. Die Glockenblume, was mit der? Wenn ich mal einen Strauß für Alex brauche, kann ich mich ja hier bedienen. Das spart Geld und den Gang zum Blumengeschäft. Okay, gut. Holzperlen, Küchenmesser. Das ergibt Bisch. Versteh's nicht. Ist am Flussufer vielleicht irgendwas jetzt? Bei der Schreinerwerkstatt? Ach, bei der Schreinerwerkstatt. War da vielleicht irgendwas? Ein halbfertiger Stuhl. Was soll das denn? Nein. Ist mit ihr vielleicht noch irgendwas? Vielleicht ins Haus gehen? Finger weg von meiner polierten Türklinke. Du machst Fingerabdrücke drauf.
Wenn die wüsste, dass die Tochter gerade vom Wolf gefuttert wurde, ne? Guck mich nicht so rotäugig an, du Mistvieh, sonst stecke ich eine Handgranate in deine Kiste. Okay, gucken wir mal beim Flussufer. Vielleicht ist da ja doch noch irgendwas. Hier drüben beim Wagen. Dann hier sind die Klamotten. Nee, hier passiert nichts. Oh, okay, gut. Was sagt das Journal? Immun gegen Sumpfsuppe werden. Eigentlich hätte mir das ja klar sein müssen. Kein Sumpfling ohne Sumpfsuppe. Er will das Zeug. Er will mich mit aller Gewalt verpflegen, bevor er sich aushorchen lässt. Aber ich kann dieses Zeug nicht runterwürgen. Daran komme ich nicht vorbei. Die Stimme des Papageis identifizieren. Arbeitszimmer meines Doppelgängers habe ich den Voice-Message-Papagei gefunden, auf dem ihm jemand irgendwelche Aufträge zur Beihilfe bei Straftaten gibt. Mein Doppelgänger dazu anstiften, den Diamanten zu bestellen. Der Händlerdrache hat keinen echten Diamanten mehr. Terriblix würde sicher den falschen Diamanten rausschicken, wenn die nächste Bestellung eintrudelt. Und so einen falschen Stein könnte ich ihm problemlos beschaffen. Das ist also der ideale Augenblick, um meinen Doppelgänger den falschen Diamanten unterzujubeln. Ich sollte das beschleunigen, indem ich ihn dazu bringe, die Diamantenbestellung endlich abzuschicken. Das ist komisch. Ich hab doch jetzt den... Also ich hab das offensichtlich ja irgendwie gemacht, ne? So, wir können ja mal gucken, ob wir die Stimme des Papageis irgend... die Musik war ein bisschen komisch. Zur Schreinerwerkstatt. Tolle Idee. Will er nicht. Achtung, Achtung! Eine wichtige Nachricht! Die Waffe muss bis zum Monatsende fertig sein! Beeil dich! Guten Tag, Simon. Hast du eigentlich keine Angst? Hast du eigentlich keine Angst, wenn du dein kleines Töchterlein allein in den Wald schickst? Ach, um meine Lea muss ich mir keine Sorgen machen. Sie weiß, dass sie sich von Fremden nicht ansprechen lassen soll. Außerdem habe ich ihr ein Pfefferspray mitgegeben. Ich gehe dann mal wieder. Schönen Tag auch. Achtung, Acht! Nein, das... Willst nicht? Zum Schloss komme ich nicht. Was macht dein innerer Frieden? Er hat sich soeben in Luft aufgelöst. Ich habe ein großes Problem, das ich vielleicht mit Yoga lösen könnte. Ich habe da ein großes Problem, das ich vielleicht mit Yoga lösen könnte. Es gibt keine Probleme, es gibt nur Herausforderungen. Immer wenn ich das Sumpfsuppengebräu vom Sumpfling runterwürge, wird mir richtig übel. Immer wenn ich das Sumpfsuppengebräu vom Sumpfling runterwürge, wird mir richtig übel. Oh, dafür gibt es eine gute Lösung. Isst das Zeug einfach nicht. Aber ich muss! Der Sumpfling zwingt mich dazu. Kannst du mir helfen, das Zeug runterzuwürgen? Nun, das kann ich dir beibringen. Es gibt relativ einfache Yoga-Techniken, um den Magen-Darm-Trakt so weit zu entspannen, dass er keine wie auch immer geartete Nahrung oder artverwandte Substanzen abstößt. Wenn du diese Techniken beherrschst, kannst du jedwede unfreiwillige Entleerung über jede beliebige Körperöffnung vermeiden. Na, interessiert? Vorher solltest du dich allerdings mit einer Kleinigkeit erkenntlich zeigen für meine Dienste. Hey, ich dachte, du bist an weltlichen Gütern nicht interessiert. Wer redet denn von weltlichen Gütern? Du musst wissen, ich sammle alle möglichen Arten von Schmerzen.
Ich immunisiere mich auf diese Weise. Die meisten Schmerzarten habe ich leider schon durchprobiert. Und es wird immer schwieriger, einen schönen, neuartigen Schmerz zu finden, der mich wirklich herausfordert. Auf dem Gebiet der körperlichen Schmerzen wirst du wohl nichts mehr finden, das mir mehr als ein müdes Lächeln entlockt. Also, zeig mir eine völlig neue Art von Schmerz. Und du bekommst eine exklusive Einzel-Yoga-Lehrstunde. Ich glaube, ich löse meine Probleme doch lieber selbst. Eine weise Entscheidung. Viel Erfolg auf dem Weg zur Erkenntnis. Ja. Ich gehe dann mal wieder hin. In Frieden oder so ähnlich. Mir fällt da schon eine Form von Schmerz ein, weshalb wir unbedingt diesen Liebesbrief mitnehmen mussten. Genau, das hier ist der Schmerz. Tolle Idee. Funktioniert nur leider nicht. Ach nee, das will er nicht. Okay, müssen wir mit ihm reden? Was macht dein innerer Frieden? Er hat sich soeben in Luft aufgelöst. Ich gehe dann mal wieder hin. Okay. In Frieden oder so ähnlich. Okay, ein neuer Schmerz, damit er mich gegen die Sumpflingssuppe... Okay, gehen wir ins Rathaus. Was haben wir hier? Setzkasten und Holzrahmen. Stellenanzeige, Aussagen. Dancing in the Dark, Absperrung. Eine Druckerpresse, die ohne Strom funktioniert. Wenn man hier den Kopf reinsteckt, könnte man sich einen coolen Spruch auf die Stirn tätowieren. Was soll das denn? Okay. Das bringt nichts. Das ergibt bestimmt. Keine Ahnung, was... Dort ist bestimmt eine unglaublich riesige Ansammlung. Okay, reden wir mit dem Typen mal. Ja, bitte. Benötige Informationen zum Formular B5. Ich benötige Informationen zum Formular B5, Paragraph 3, Abschnitt 2, Ziffer 9. Einen Moment, bitte. Ich es doch. Dies betrifft die Richtlinien zur Wiedereingliederung untoter Bürger in die Gemeinschaft der Lebenden. Ich gehe. Ich weiß ja nicht, was ich von dem will, ne? Deswegen. Ich könnte an das Schriftrollenregal dran oder so, aber was immer mir das auch bringen soll, ne? Die Selbsthilfegruppe der Wehrwesen lädt zu einem Treffen in der kommenden Neumondnacht ein. Okay, und eine Warnung vor Brandgefahr. Wenn man einen Drachen mit einer Geschosswaffe, bestehend aus einer Astgabel und einem Einmachgummi, ärgert. Interessant. Werbung für irgendeine öde Tanzveranstaltung ohne Musik, zu der ich bestimmt nicht gehen werde. Das ist eine Stellenanzeige. Sie sind jung, dynamisch und tot? Wir bieten eine fundierte Ausbildung zum Schlossgespenst. Einfache Vorkenntnisse im Spuken sind Voraussetzung. Außerdem mindestens ein Jahr Körperlosigkeit. Okay. Was gibt's hier nochmal für offizielle Aushänge? Das ist ein Stadtrundschreiben. Mal sehen, was da steht. Entlaufener, psychopathischer Kampfhund gesucht. Vorsicht bewaffnet. Drachenjagdferiencamp ohne Überlebensgarantie. Und ein Gesetz, das Musik verbietet. Wer kommt denn auf sowas? Der Vereinsaushang? Nanu, was steht denn hier? Einladung zur ersten offiziellen Versammlung der Freunde und Förderer des Sumpflings. Was für eine verrückte Idee. Seit wann besitzt denn der Sumpfling Freunde? Gut, vielleicht muss ich doch nochmal zur Gosse gehen. Oh, hier, der Reiche. Der hockt jetzt hier. Ah ja.
Hallo, was ist denn mit dir los? Probst du gerade den sozialen Abstieg? Einen Penny für einen Armen, guter Mann. Einen Penny nur. Oh, du bist es. Du hast gut reden. Erst befreist du mich aus meiner sicheren Behausung, um mich den Widrigkeiten eines durchschnittlichen Lebens auszusetzen. Und dann machst du auch noch herzlose Scherze über mich. Hä? Was ist denn mit dir passiert? Hast du noch eine Spiegelscheibe für mich? Geh doch einfach wieder nach Hause. Tja, ich muss mal die Geschäfte rufen. Was ist denn mit dir passiert? Was ist denn mit dir passiert? Ach, kurz nachdem du weg warst, hatte ich schon einen Riesenerfolg mit den Scherben. Ich habe für eine fast so viel bekommen, wie ich damals für den Spiegel bezahlen musste. Das Geschäft lief glänzend. Milliarden flossen in meine Kasse. Aber du kannst dir denken, was passiert ist. Irgendein ungeschickter Trottel hat sich an einer Scherbe geschnitten und mich verklagt. Ein Desaster. Dann kam auch noch einer von diesen schlüpfrigen Finanzbeamten mit meinem Steuerbescheid vorbei. Natürlich hatte ich nach dem Prozess nicht mehr genug Geld übrig, um die fälligen Steuern zu begleichen. Und was ich noch hatte, wurde gnadenlos abgezockt. Jetzt bin ich völlig mittellos. Das ist natürlich schrecklich. Vielleicht hättest du dir einen Steuerberater nehmen sollen. Dann bekämst du bestimmt noch Geld zurück. Hast du noch eine Spiegelscherbe für mich? Hast du noch eine Spiegelscherbe für mich? Tut mir leid. Ich habe keine Spiegelscherben mehr. Die wurden alle gepfändet. Sowas aber auch. Die Spiegelscherben haben dir kein Glück gebracht, wie? Hättest du dir aber denken können, dass das schief geht? Geh einfach wieder nach Hause. Geh doch einfach wieder nach Hause. Ich kann nicht wieder nach Hause gehen. Die Steuerfahndung wartet nur darauf, dass ich mich dort blicken lasse. Irgendwie sind sie noch nicht mit mir fertig. Am liebsten würde ich ihren blöden Steuerbescheid in kleine Schnipsel reißen, aber ich traue mich nicht. Hast du diesen Steuerbescheid noch, den du loswerden wolltest? Hast du diesen Steuerbescheid noch, den du loswerden wolltest? Was nützt es mir, den Steuerbescheid loszuwerden? Die Schulden, die will ich los sein. Immerhin wäre es ein Anfang. Dieser Zettel würde dich nicht mehr an dein grausames Schicksal erinnern. Und du hättest etwas für die Umwelt getan, weil du den Steuerbescheid sachgerecht entsorgt hast. Ich bin nämlich Spezialist für die zuverlässige und völlig geruchfreie Entsorgung dieser Art von Sondermüll. Ah, ja? Na, wenn das so ist, dann nimm diesen Unglückszettel und werde glücklich damit. Die Organisation dankt und schon bin ich weg. Ach ja, hier. Steuerbescheide wirken besser gegen ruhigen Schlaf als jeder Horrorroman. Das sind jetzt wahrscheinlich genau die Schmerzen, die der andere noch nicht gespürt hat. Das hilft jetzt bestimmt, pass auf. Der Steuerbescheid ist nämlich garantiert schmerzvoll. Könnte das hier dein Steuerbescheid sein? Ein Steuerbescheid? Für mich? Ich habe keine weltlichen Güter, also muss ich auch keine Steuern zahlen. Ha, aber du besitzt geistige Güter. Auch darauf muss man abplatzen. Schau dir das mal an. Bitte? Wie? Das da unten ist die Summe, die ich zahlen muss? Das ist doch... Nein, Hilfe! Ich hab das Geld nicht. Sie werden meine Seele pfänden. Das ist das Grauen. Dieser Steuerbescheid ist unerträglich. Okay, gib's zu. Das tat richtig weh, hä? Krieg ich jetzt meine Yogastunde, damit ich die Sumpfsuppe runterbekomme? Wie? Ah ja, die Yogastunde. Nun, die hast du dir redlich verdient. Danke für diese völlig neue Art von Schmerz in meiner Sammlung. Auch wenn ich diese Grausamkeit eigentlich schon fast übertrieben finde. Wie halten das die Menschen nur aus? Das frage ich mich auch. Wie auch immer, können wir loslegen? Aber sicher doch. Setz dich erstmal auf ein Nagelbrett. Ah, nein, das lassen wir lieber. Also zuallererst musst du wissen, dass bla bla bla. Bla bla bla. Stunden, nein, Tage später. Vielen Dank für die ausführliche Unterweisung, Meister. Du siehst, junger Zauberer, du kannst es, wenn du nur willst. Nach dieser Selbsterfahrung bin ich auf einmal ganz im Einklang mit der Welt. Nichts kann mich mehr erschüttern. Ich könnte all den weltlichen Dingen entsagen, denen ich bisher gefrönt habe.
miese Streiche, Geld, Ruhm, Frauen, Hey, ich habe gesagt, ich könnte ganz entspannt bleiben, hm? Es reicht mir schon, wenn ich jetzt die Sumpfsuppe runterbekomme. Ja, und ich glaube, das werden wir dann auch jetzt gleich machen. Aber bevor wir das machen, speichern wir ab. Beziehungsweise, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis denne, sagt der Captain.